Ich schieße mit Blumen. Liebe, Liebe. Oh, ist das schön. Ich schieße mit Liebe. Hätte ja klappen können. Oh, der Hammer. Der Hammer! Jetzt kreist er wieder. Ach Mann, ey! Das ist doch mal Kuhmist, ey. Absoluter Kuhmist ist das. Das Messer nehme ich bestimmt nicht. Kannst deiner Mama geben. Es ist auch egal, wo du bist. Ne? Diese Scheiß... Die trifft dich so oder so. Ja, jetzt taucht natürlich so eine Kugel direkt vor mir auf. Weißt du, dann ist der ganze Scheiß direkt wieder weg. Jetzt habe ich wieder diese... Du Scheißspiel! Ja, Randomness! Randomness ist gut! Ey, ich krieg hier echt gleich einen Ausraster, aber vom Feinsten. Ja, komm, die fliegen einfach weiter. Das macht bei dem, glaube ich, mehr Sinn. Na also. Gewusst wie, ne? Ja, ist klar. Und dann fliegt er natürlich direkt auf einen zu. Und man steht da in der Ecke und kann gar nicht weg. Boah, ey. Ja, und auf einmal trifft mich da auch die Axt, ist klar. Alles weg, ganze Ausrüstung weg und so. Ey, jetzt darf ich gegen den Endgegner und noch einen Zwischengegner... Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, treib mich am besten noch in dieses Scheiß, in dieses Scheißmesser rein, damit ich auch noch eine Kackwaffe habe und gar keine Chance mehr. Piss dich, du scheiß Harp hier. Ich hab deine Mutter ge... Ah, nee, das will ich nicht sagen, sowas. Sowas sage ich nicht. Ja, setz mir die Kugel doch direkt einfach auf den Kopf, damit ich gar nichts mehr machen kann. Toll, Goldbarren. Was soll ich denn mit Goldbarren? Soll ich mir damit meine Freiheit erkaufen, oder was? Same situation.
Ey, normalerweise, ja, immer wenn ich gesprungen bin ich über diesen scheiß Feuerball gesprungen. Und jetzt auf einmal springe ich in den oberen Feuerball rein, wenn ich springe? Ihr habt echt zu viel Langeweile, ihr Programmierer von diesem Spiel. Ach, zu früh gesprungen. Schieß! Ja! Boing. Hört sich an wie so ein Dildo oder irgendwo. So ein Dildo-Klappmesser. Boing. Doing. Aber wie aus dem schlechten Porno-Anime irgendwie so. Doing. Das ist, wenn der Penis dann auftaucht. Doing. Genau daher kenne ich das Geräusch. Habe ich mir sagen lassen, dass sich das so anhört. Wow. Das war eine knappe Geschichte. Ich schieße mit Blumen. Liebe, Liebe. Oh, ist das schön. Ich schieße mit Liebe. Oh, ich hoffe mal jetzt, dass der Endgegner nicht ein Gärtner ist. Wow. Ja, wie soll ich denn da entkommen? Letzter Credit, Leute. Letzter Credit. Ist da vielleicht noch irgendwie ein Trick? Nee. Meine Fresse, nee. Ich habe ihn besiegt, obwohl ich ihn fast gar nicht gesehen habe. So muss das sein. So ist es genau richtig. Genau richtig. Immer in die Fresse. Boah. Die dunklen Keller. Ah, also er spielt in Österreich. Böser Scherz. Nein, da wäre jetzt eine Rüstung drin gewesen. Nein, ey, fick dich. Warum schieße ich über den drüber? Gib mir mal eine andere Waffe hier. Genau, hier sowas. Das ist fein.
mein Gott, das ist mein letztes Leben mit dem letzten Credit. Ja. Ah ne, jetzt ist letztes Leben. Messer. Vielleicht ist das Messer ja diesmal gar nicht so schlecht. Das Problem ist, ich habe gar keinen Bock, irgendwie anzuhalten. Ja. Das war's, meine Lieben. Das war's. Das war's jetzt wirklich erstmal endgültig. Vielleicht, ich werde es noch irgendwann zu Ende spielen. Aber fürs Erste war's das, weil ich mich wieder so tierisch aufrege. Und wenn ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen muss, dann nehme ich diesen Laptop und schmeiß ihn aus dem Fenster. Verdammte Scheiße, ey. Das ist so fucking fuck Scheißmist mit Credits oder sowas. Man kann die noch nicht mal ausschalten, glaube ich, oder? Kann man die irgendwo ausschalten? Fullscreen, Anti-Lane-Bloom, blablabla. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Man kann die Credits nicht höher stellen, Leute. Das ist so eine Scheiße. Das ist so uraltes Arcade-Denken, was mich so total zur Weißglut bringt. So total. Selbst Ghosts and Goblins hat keine begrenzten Credits gehabt. Verfluchte Scheiße. Boah, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Ihr werdet das Ende davon nochmal irgendwann sehen. Aber erst, wenn da irgendwie ein Cheat raus ist, dass ich nochmal bei dem Level anfangen kann oder Credits unendlich machen kann. Aber so ist das Spiel für mich jetzt gestorben. Trotzdem Kaufempfehlung von mir, wer sich gerne aufregen möchte und gerne altes Ghosts and Goblins Feeling haben möchte. Auf unfaire Weise. Okay, ciao.